Eher bekannt als deutsches Krokodil oder Eisenschwein ist die ab 1940 in Dienst gestellte Elektrolok der Baureihe E94. Die schwere sechsachsige Maschine war für den Güterzug und Bergdienst vorgesehen. Wir zeigen Ihnen in vielen historischen Szenen die Geschichte der einst stärksten E-Lok. Erleben Sie noch einmal den Planbetrieb bei der Bundesbahn und bei den ÖBB. Auch die zahlreichen Museumsloks kommen nicht zu kurz. Sehen Sie die ehemalige ÖBB 1020037 im Planbetrieb oder die Loks 94088, 051, 052 und 056 im aktiven Einsatz. Auch die noch heute im Güterdienst fahrenden E94192, 178 und 158 werden vorgestellt. Ein Lokporträt der Extraklasse über die stärkste deutsche Vorkriegs-E-Lok.